Ich freue mich, euch wieder bei Need for Speed zu begrüßen. Es geht weiter, wir fallen zu Amy, nicht sondern zu Robin. So, wir begrüßen die Robin. Ich habe noch ein bisschen gespielt, ein bisschen gelevelt, während alles am Rendern war. Wir sind jetzt Level 44 und haben einen Batzen Geld in der Tasche. Ich weiß gar nicht genau, wie viel. Ich muss mal gucken. Augenblick, das sehen wir gleich. 844.000 haben wir. Ich denke mal, wir werden noch Millionär, falls wir unser Auto jetzt nicht in der nächsten Zeit schnell aufmotzen müssen. So, wir wollen... Da ist jemand an uns vorbeigedriftet. Habt ihr es gehört? Der Ladekreis da unten rechts erinnert total an GTA. Ja. Ich weiß nicht, bei den Reputationspunkten bin ich nie immer so weit oben. Aber die Punkte an sich, wie wechselt man eigentlich? Gestern ging das noch. Ja. Ah, guck, punktemäßig zählt das, nämlich Dritter im Moment. Ja, aber gut, das habe ich noch nicht gemacht, weil ich den neuen Charakter. Robin! Du wohnst ja hier seltsam. Wo ist denn dein Wohnwagen? Sag mal, wohnst du in einem Boot? Das ist ja, das wäre ja mal das Highlight pur, die Frau. Ich dachte schon, mittlerweile hätten du und Spike dieselben Tattoos. Oh, der Laden ist super, was? Oh Mann, ich verhungere. Wo ist meine verdammte Pepperoni-Pizza? Mein Magen isst sich schon selbst. Oh, Lebensretter. Ist erst ein paar Stunden alt. Du musst ein paar Leute in der Stadt kennenlernen. Sie nennen sich Risky Devil. Die... an echt krasse Karren mit Klebeband, Schnüren und so. Hauptsache, sie kurven um den Block. Hm. Siehst du das? Bei der Felge würde Amy ausrasten. Total. Aber diese Jungs sind einfach nur auf ihre Narben stolz. Oh, willst du kurz mal hier aushelfen? Das ist zu viel für mich. Oh, sollen wir Händchen halten? Dieser Kerl. Also, ich bleibe hier. Mach diese Jungs aufmerksam, okay? Wir sprechen uns später. Jetzt geht's ab auf den Drift Train. Bis dann. Grün, Silvia steht hier. Ja, das ist aber ein Pöppchen, ne? Mein Gott, die Alte. So, einer für alle. Du hast eine Crew gefunden. Ach, habe ich das? So, wen besuchen wir jetzt? Ja, dauert wahrscheinlich ein paar Sekündchen, bis die uns da was gibt. Wir versuchen... Ne, warte, da werden wir jetzt den falschen Wagen füllen. Dann machen wir in der nächsten Folge. Kümmern uns mal hier um Amy. Da brauchen wir nämlich für Tuning-Teile. Die liebe Amy! Noch so ein Püppchen. Ein verrückter Lambo dreht Kreise um die Cops. Rot ist schneller. Besiege 241 km/h im Zeitfahren mit Amy. Vergiss nicht, du musst die Zielgeschwindigkeit erreichen, damit der Lauf zählt, okay? Los! Kein Problem! Aber wir haben unser Auto noch nicht getunt. Das ist das Problem. Hoffentlich kommt hier ein Stück bergab gleich.
Wo soll ich denn hier die Geschwindigkeit erreichen? Könnt ihr mir mal erzählen? Ich weiß, dass der jetzt ungefähr schafft, 298, aber auch nur mit Anstrengung. Das reicht alles hier nicht. Und vernünftige gerade Strecke. Hier sind überall Kurven, die mich wieder ausbremsen. Das kann nicht sein. Bin ich gerade mal in den Gang gekommen dafür. Ja! Ich bin über 241 gefahren. Könnt ihr jetzt erzählen, was ihr wollt? Jetzt nochmal, komm. Das war 240, 440. Alter, du Hu! Da ist die eiskalt an mir vorbeigefahren noch, Alter. Ah, egal. Wir haben es trotzdem geschafft. 6 Ränge noch bis Level 50 und die RP, ne? Das steigt so langsam. Auspuffblinden, oh. Perfekt für die Supra, die ich gerade zusammengebaut habe. Ja, Schätzchen, Schätzchen ist gut, Schätzchen. Heute sind die Mädels dran, heute kümmern wir uns um die Mädels. Guck mal, die sind so nah aneinander, das ist ja fast schon sexy. Ha, 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 witzig! Jetzt ist Püppchen dran. Ich habe immer so das Gefühl, eine von den Weibern steht auf unserem Charakter hier. Amy oder die Robin. Vielleicht auch beide. Naja. Hey, da bist du ja. Okay, fangen wir an. Ach du Scheiße. 26.000 Punkte. Das ist doch... Das ist doch ein Witz. Das schafft doch sogar ein blindes Kind. Warum ist der... Naja. Man merkt, dass uns echt alles an Tuning fehlt, aber wir sparen halt die Kohle ordentlich. Wir können dann alles auf einmal einbauen. Dann ist die Karriere der ultimative Shit. Amys Zielpunktzahl ist witzig. Ah, ich muss bei ihr bleiben. Ja, ich bleib da gerne bei dir. Das fahr mir aber auch nicht weg, Schätzlein. Ne? Oh, oh, Mädel, ne? Das haben wir jetzt verkackt, würde ich sagen. Gemeinsamkeiten.
Ups, Alter. Also Frame Crashes manchmal in dem Spiel, ne? Amy! Ach, oh, Amy, jetzt komm ich mal auf Amy, ey. Schon weil ich den Schrauber verbraucht ist. Robin! Kannst du doch nicht machen. Hör mal. Hey, komm, komm! Komm, Papa, zurück zu Papa hier, los! Hört sich denn bescheuert an. Yeah. Ich frag mich ja, wie die auf 26.000 kommen hier, die Leute. Das ist doch keine Punktzahl. Huch, Alter. Na, kommst du? Oh, wie romantisch. Bulldozer voll abgeräumt. Guck mal, wie wenig das gibt, ne? Für einen Rang brauchen wir noch Milliarden, ey. Ich wette, das endet irgendwie bei 6-7 Millionen RP. Das war krass. Die Straßen waren super. Schade, hab keine Zeit mehr, muss los. Ich melde mich später. Bis dann. Bye. Mach das! Ich warte drauf. Ab zu Amy. Amy möchte nämlich auch mit uns abhängen. Ternelsprung. Hey, du brauchst gute Traktion für das Bergrennen. Mal sehen, ob dein Wagen gut genug ist. Ja, normal ist der Wagen hier ein Traktionswunder, aber wir haben ihn, wie gesagt, immer noch nicht umgebaut. Amy, ich sehe deinen Hintern. Wobei, das stärkere Nitro könnten wir uns schon einbauen, finde ich. Macht ja jetzt keinen Unterschied, ob wir das mittlere noch drin haben oder das große. Aber echt geil, die Map ist echt abwechslungsreich, was das angeht, zum Driften auf jeden Fall. Da haben wir Industriegebiete, Stadt und die Canyons hier, das ist geil, einfach ein geiles Spiel, ohne Scheiß. Wie gesagt, bis auf das Wetter und die behinderten Pfeile hier auf der Straße gibt es echt kaum was zu meckern. An der Tentlinie gewöhnt man sich mit der Zeit sowieso und dann gefällt einem das sogar. Für ein Hundesohn war das denn? Ah, die sind hier ein Rennen gefahren, die Spackos. Das war ein Online-Spieler, der ein Rennen gefahren hat. Und ja, der ist mit in die Quere gekommen. Jetzt soll der mal froh sein, dass ich nicht auch ein paar andere Fahrer im Schlepptau hatte. Ist richtig gefährlich, hier im Canyon seine Rennen zu fahren, wenn da andere noch am Start sind. Oh, geil, ey. Das ist auch so geil gemacht von Need for Speed einfach, dass die, wenn die ein Rennen starten, egal ob Story oder normal, die sind einfach nur auf deinem Server, die fahren in der Stadt hier. Während wir unsere Story machen, das ist so geil. Da
Und ich kostet uns jetzt nicht den Sieg hier, oder dass wir nochmal anfangen müssen. Hat aber auch gescheppert jetzt gerade, ey. Naja, habe ich nicht gesehen, ob die Karte hat, die da angescheppert kam. Er hat schon auch vor den Raster geschossen. Nein! Mann, oh Mann, Mann. Da wieder eng hier. Yeah! Jetzt hab ich gar nicht auf die Zeit geachtet, bin einfach gefahren. Hat da wunderbar geklappt. Ist der immer noch am Fahren? Wo ist der? Sind echt gut. Ich würde es mir überlegen, ob ich den Lauf auslasse. Wer macht hier Krach? Fisch aus dem Wasser. Ja, ab dafür. Machen wir noch. Ich will endlich Level 50 sein und mein Auto tunen. Oder 49. Ich glaube, 49 ist das Maximum. Ne? Mehr brauchen wir gar nicht. Level 50 hat, glaube ich, keine anderen Teile. Ja, die Zeit werde ich nicht unterbieten können von Captain Attell, noch nicht. Ich habe mein Auto, wie gesagt, noch nicht getuned. Wie viel Kohle haben wir jetzt? Boah, 140.000, ne? Oder 138.000 für die ganz genauen. Dann haben wir 1 Million. Ich frage mich, ob wir dafür einen Erfolg kriegen oder so. Du hast es gefunden. Los geht's. Klar, Schätzelein. Warum nicht? Was willst du denn, Puppe? Ach, konnte nicht dran gehen. Boah, verpisst euch bloß, ihr Online-Spaß. Das sind bestimmt schon so High-Level-Affen, die seit dem Oktober zocken. Mir jetzt auf den Sack gehen wollen hier mit ihren Schrottautos. Verpiss dich aus meinem Blickfeld da, sag ich doch. Lamborghini. Fahren kann er trotzdem nicht. Idiot, Alter, lern doch mal fahren, ist doch nicht schwer, Alter. Was bringt dir dein Level und dein Auto, wenn du nicht fahren kannst, ey? Das kapiere ich nicht. Das sind immer diese Möchtegern-Racer hier, ne? Dafür, die so krasse Autos haben, hänge ich ganz gut dran. Dafür, dass mein Auto Serie ist, außer Nito. Und Luftfilter. Genau, dreht ab und zischt ab. Guck, der eine Kackbuhn hat mich nicht einholen können, weil ich in weggedriftet bin. Ja, das ist so ganz lustig auf jeden Fall. Wie gesagt, dass sie einfach hier auftauchen können. Ist natürlich perfektes gefundenes Fressen für Trollkinder, ne? Man kann jetzt natürlich losfahren und alle, die Events fahren, trollen und wegrammen die ganze Zeit, wenn man ein viel schnelleres Auto hat. Vor allen Dingen, wenn Anfänger hier sind, nimmst du einfach den schnellsten Wagen und blockierst den die ganze Zeit, dann kommt der gar nicht voran.
Du müsstest dem dementsprechend auch so was wie einen Passivmodus für Rennen geben, den man an- und ausmachen kann, wie man möchte. So. Mehr RP wäre immer nicht übel, ey. Was haben wir hier? Boing. Hey, Schätzelein. Mann, das war irre. Tisch ist so krass. Du musst zum nächsten Treffen kommen. Viele Leute, tolle Stimmung. Nicht verpassen. Du möchtest uns wieder sehen, hä? 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 Was ist da? Drift Train. Nochmal. Da sind aber diese Idioten schon wieder. Ach, der Bauer Tom ist dabei. Naja, die sollen wir machen. Wir machen hier... Oh, warte mal. Hey, ich mach nur Witze, sonst nichts. Tja, aber keiner lacht, Manu. Verstehe, wie gesagt, tut mir leid. Passiert nicht nochmal. Cool? Okay. Hey, Nubi, nimm dich in Acht. Ames ist ein zäher Brocken. Halt den Mund. Hast du nichts zu tun? Ja, klar. Ich sehe euch beide später. Ich bin in der Garage. Komm rüber. Wir haben da was zu besprechen. Okay, mein Schatz. Ich komme gleich rüber in der nächsten Folge. Ja, ich bin jetzt noch mit Robin beschäftigt. Falls du nicht bereit bist, alles zu verlieren, hast du Pech gehabt. Stimmt, Rennauspuffanlage haben wir auch drin. Fällt mir gerade ein wegen dem Sound. Schade, dass der nicht immer. Oder vielleicht ist das ja doch so. Hoffentlich kriegen wir da einen alten Sound raus wie in Most Wanted damals. Das wäre so geil. Komm, gib Gas da hinten. Warum nutzt? Naja. Ich hoffe, wir treffen Ken Block noch mal wieder irgendwann, irgendwo. Ja, gib doch voll mal Gas da hinten, Alter. So ein bisschen Speed kann ich hier nichts anfangen. Ja, ey, was für Pfosten, ne? Hauptsächlich krieg ich meine Zielpunktzahl hin, das ist das Wichtigste. Boah, wenn diese scheiß AR-Kacke da. Wenn es da um Punkte gehen würde, könnte ich jeden wegballern, ey. Populationspunkte sind schwerer zu bekommen. Mein Gott, du Freak, ey, lass doch mal das Mädchen in Ruhe. Oh, tut mir leid. Noch so ein Freak, wa? Macht's gut.
Alle für einen Duft-Train. Yeah. Mann, das war irre. Ich fahr gleich das nächste Rennen. Solltest du auch. Ja. Mach das. So, haben wir noch Zeit für ein Rennen? Natürlich haben wir noch Zeit für ein Rennen, ne? Da treffen wir die Amy. Dann würde ich sagen, auf die Plätze, fertig, Drift, würde ich sagen. Fahren wir noch ein Rennen mit der Robbie. Die Lackierung ist etwas Persönliches. Matt, Hochglanz oder Metallic? Lass es fließen. Bist du auf dem Klo? Matt, Metallic, was? Lass es fließen, Alter. Oh, das habe ich sogar noch gar nicht gefahren. Yeah. Übertrifft die Vorgabe mit Robin. Ja. Ich stehe auf intensiv. Ach, 25.000 Punkte. Klacks für den BMW. Hi! Ich fahre ja nicht gerne vorne, aber scheint es mir etwas langsam unterwegs zu sein. Bla 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 bla, ich mache euch alle kalt. Bla 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 bla. Oh shit. Die ist mir zu langsam, ey. Eine BMW-Attacke hier. Die denn da eigentlich an ihrem Kotflügel kleben? Ich meine, die Punktvorgabe schaffen wir sowieso. Ist... oh, ey, das ist so dumm, ey. In einem Spiel wie dem tippst du was an und wechseln die Punkte. Sind die bei Forza oder was? Ups. Der ist irgendwie nicht, ich weiß nicht, sehe ihrer hört sich besser an. Meiner hört sich an wie meiner in echt, ein bisschen. Ich hätte nicht dieses Schrille, aber wenn du so fährst. Ja, ungefähr so hört sich meiner an. In echt. Auch nicht schlecht. Na, haben wir jetzt bald mal Level 45 oder wie viel ist da noch rüber? Ach, haben wir schon, oder? Nee. Meine Fresse, dauert das lange, ey. Na gut, okay, Freunde. Puh, natürlich, ich freue mich schon. Okay, in der nächsten Folge sehen wir Amy wieder und wir sehen Robin wieder und yes, wir sehen sie alle. Gut, vielen Dank mal wieder fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Lasst einen Daumen hoch da und bis zur nächsten Folge, euer Onkel. Ciao.